Einfach nur Fernsehen? Das war gestern. Heute stehen alle Zeichen auf Schlau-TV. Denn so wie im Mobilfunk vielseitige Smartphones den Ton angeben, werden immer mehr aktuelle LCD- und Plasmafernseher eben zu Smart-TVs. Smart-TV steht für alle möglichen Anwendungen. Oder neudeutsch Apps. Der Erfolg der kleinen Programmchen auf Touchscreen-Handys hat die TV-Branche offenbar inspiriert. Wer sich kürzlich einen Fernseher ohne Internetanschluss gekauft hat, der rüstet ihn nach. Zum Beispiel mit der neuen VideoWeb-TV-Box oder mit einer Android-Box für den Fernsehschirm. Und auch immer mehr Digitalreceiver bieten Smart-TV-Funktionen. TV-Apps bringen meist ein ganz bestimmtes Internetangebot auf den TV-Schirm. Mitunter übertragen sie aber auch Smartphone-Hits ins Wohnzimmer. Doch Hand aufs Herz! Welche TV-Apps sind so genial, dass man seinen Fernseher auch wirklich mit dem Internet verbindet? Die erfolgreichsten Anwendungen von Smart-TV sind ganz klar Anwendungen, die einen Videoanteil enthalten, die also einen gewissen Entertainment-Faktor haben, dass der Konsument sich zurücklehnt, auf dem Sofa sitzt und das TV-Erlebnis genießt, auch über das Internet. Die Online-Mediatheken der großen öffentlich-rechtlichen Sender etwa gibt es auf fast allen Smart-TVs. Egal ob Arte, ZDF oder die Tagesschau. Die Sender schicken diese Inhalte auch über den Internet-TV-Standard HBBTV zum Fernseher. HBBTV-fähige Geräte können Sie so über die Red-Button-Funktion starten. Doch das ist längst nicht alles. Die wichtigsten Applikationen, die wir sehen, sind Video-on-Demand-Applikationen, sowas wie MaxDome oder Acetrax, weil das für den Kunden den größten Mehrwert bietet. Ob Acetrax oder MaxDome, VideoWeb HD-Kino oder Sony Curiosity. Fast jeder Smart-TV hat eine Online-Videothek. Immer häufiger kann man hier auch Filme in HD-Qualität online ausleihen. Mit dem Kauf eines Gerätes legt man sich allerdings auf die Online-Filmdienste fest, die der jeweilige TV-Hersteller anbietet. Doch Smart-TVs haben noch mehr auf dem Schirm. Es gibt so einen weiten Blumenstrauß. Auf der einen Seite sind es ja sicherlich die privaten Inhalte, dass ich die auf dem Fernseher kriege, weil die sind für die Kunden sehr relevant. Eigene Musik, Fotos oder Videos lassen sich über Streaming-Funktionen in vielen Geräten auf den Bildschirm holen. Außerdem sind, ich sag jetzt mal, diese typischen Internet-Klassiker wie Facebook, YouTube und auch Twitter sehr, sehr erfolgreich. Das sind genau diese Apps, die Smart TV auch ausmachen. Die Frage ist nur, kommen all die schönen Online-Apps überhaupt beim Gros der Zuschauer an? Immerhin muss man das Empfangsgerät dafür mit dem Internet verbinden, meist per Netzwerkkabel. Wir wissen definitiv, dass etwa 40-50%, also nahezu jeder zweite Smart-TV, ins Internet angeschlossen wird. Und woher wissen die Hersteller, wie gut die Apps und Dienste beim Zuschauer ankommen? Wir können die Downloads der Apps und auch die Nutzung zwar nicht perfekt, aber sehr gut messen. Und damit können wir ermitteln, wie die Nutzungsraten der einzelnen Apps sind. Klar, alles, was man im Internet aufruft, wird statistisch erfasst. Auch Smart-TVs werden so zu Datensammlern. Wie übrigens jedes Smartphone und jeder Internetbrowser am Computer auch. Aktuelle Nutzer dienen den App-Machern so ganz nebenbei auch als Testmarkt. Sie stimmen per Fernbedienung darüber ab, welche TV-Apps künftig weiterentwickelt werden und welche eher nicht. Doch auch diese Testerei kann Spaß machen. Schließlich geht es vor allem um Filme, Musik und Online-Unterhaltung.